Okay. Und damit sind wir auf jeden Fall wieder zurück. Haben da noch ein paar Sachen bekommen. Und holst du jetzt den Tobi Gadachi? Ich denke schon, dass wir das müssen machen werden. Hallo. Vielleicht hast du dich gefragt, warum wir bisher noch nie versucht haben, den Drachenältesten zu fangen. Das ist ja eigentlich ganz einfach. Drachenälteste sind nicht wie andere Geschöpfe, die uns die Natur präsentiert hat. Kann man sie lähmen? Kann man sie einschläfern? Wir wissen nicht mal, was sie antreibt. Du siehst also, dass uns das Wissen fehlt, nicht der Wille. Das ist zumindest meine Theorie. Okay. Also, meine liebe Freunde von der Fünften, wie kann ich dir behilflich sein? Kritische Beutezug abgeschlossen. Fange 9 Trägerameisen. Sehr schön. Ungewürzte Pute. und Vorderplätze. Perfekt. So, da können wir die Beutezüge definitiv auch wieder reinpacken. Schieße 3 Quests im alten Wald ab. Die haben wir irgendwie auch noch nicht bekommen. Kannst du sogar zusehen, wie sie respawnen. Ja, aber ich dachte, dass es halt immer wieder unterschiedliche Punkte gibt, so wie im frühen Monster Hunter. Deswegen bin ich nicht davon ausgegangen, dass man sie freischaltet. Ich sammle 5 Insekten. Das können wir eigentlich nehmen. Ja, ein großes Monster. Rostkugel 1. Ich meine, das ist easy. Flora? Sammle 4 Pflanzen. Die bekommen wir auch sehr häufig. Na also. Gibt es da noch irgendwas kritisch? Befristet Großjagdwisser jagen. Die kann ich aber nicht direkt annehmen, nicht wahr? Die sind einfach so da. Das habe ich nämlich auch nicht ganz verstanden, aber grundlegend schon. Das heißt, ich müsste 3 Großjagdwisser erledigen. Okay. Untersuchung. Ich meine, die kann ich ja alle mal annehmen. Gibt es da ein Maximum? Ich glaube nicht. Ich verstehe aber noch nicht ganz, weswegen da mehrere verschiedene Ortsinfo, Sammelpunkte, Früchte, mehr verschiedene Sachen sind. Ich glaube, die können wir mal so zum Ende machen. Also wenn wir vielleicht den Tobi erledigt haben. Tobi Gadachi. Sind nur da, okay. Na gut, dann reden wir nochmal mit ihm hier und dann nehmen wir die nächste Quest an. Hey. Wie ich sehe, hast du ein paar Spezialwerkzeuge erhalten. Die verschiedenen Spezialwerkzeuge können bei Quests auf unterschiedliche Weise genutzt werden. Vergiss nur nicht, sie ausrüsten. Du kannst in deiner Ausrüstungstruhe wie die anderen Ausrüstung auch verwalten. Auf einer Quest kannst du Spezialwerkzeuge auf gleiche Weise verwenden wie Objekte. Erstmal ist deine Ausrüstung alles, was wir dir geben können. Mehr wird aber noch kommen. Aufregend, oder? Ja, klingt gut. Okay. Dann würde ich sagen, Tobi Gadachi, aber davor packe ich mal meine Waffe ein bisschen. Wasserfallbrücke? Na, Schmiede, verdammt. Das wär's gewesen. Naja, ich bin ja direkt daneben der Schmiede, das passt also schon. Untersuchungen sind spezielle Quests, die teilweise spezielle Umstände haben. Vielleicht hast du weniger Zeit oder kannst keine Items benutzen. Coole Waffe? Ja, coole Waffe. Ich bin dabei. Drachenhälse zu fangen. Je verrückter, desto besser. Wieso sollten wir uns die neue Welt. Wieso sollten wir in die neue Welt kommen, wenn wir nicht bereit sind, etwas Neues auszuprobieren, ne? Das war. So. Aber schmieden kann ich die nicht. Hier schmieden kann ich bloß die beiden. Wie kam das Monster denn zu diesem Spitznamen? Es ist kein Spitzname, das ist der offizielle Name. Tobi Gadachi. Das ist, wie gesagt, das ist kein Spitzname. Ich könnte jetzt auch das hier machen, 140 oder 154. Affinität 15%. Oh wow, die ist stark. Ja, Wasserwaffe, aber ich habe halt gerade noch keinen Zugang zu einer Wasserwaffe. Ich muss ja erstmal mit dem arbeiten, was ich tun kann. Und außerdem ist es eh schon, sind wir eh schon viel zu stark. Das ist ja das Nächste. Also von dem her. Von dem her bringt das nicht viel. Ja, ich mach mal die, dann sind wir mal so ein bisschen aufgewertet. Das passt dann, glaube ich, schon. Okay, da fehlt uns noch irgendeine Schuppe. Danach können wir das auch schon machen. So, dann haben wir nochmal Dings. Nochmal in den Jagdgruppen. Was heißt denn das? Die Schmetterlingsritter. Ah, sehr schön. Ja, den Schmetterlingsrittern treten. Oder kann ich mehreren Gruppen beitreten, weil ich will mir meine eigene Gruppe auch haben. Was will eigentlich der Chefkoch von uns? Du willst doch irgendwas von uns, oder?
Achso, muss ich da an der Seite entlang? Ah, so ist das. Oh, ist interessiert daran, für die Kantine weitere Zutaten zu beschaffen. Das wäre was. Kümmere dich um die Quest Pilzeinsatz im uralten Wald. Dann wirst du unser Menü umfangreicher sein als der Bauch eines Großjackmas. Kümmere dich darum, dann bekommst du die Waren in meinen Pfoten. Lass mich nicht hängen. Okay. Pilzeinsatz im uralten Wald. Liefere 20 Gourmet-Pilzhüte. Oh Gott. Das klingt nach sehr, sehr viel. Nochmal was? Die Friesenseite Schmetterling. Du kannst 9 Gruppen beitreten. Okay. Jura Todes hätte eine Wasserwaffe. Ja, ja, klar. Und den müsste ich erst mal fangen. Wir sind interessiert daran, für die Kantine weitere Zutaten zu beschaffen. Das wäre was. Du müsst dich nur für die Quest der Preis von Fleiß und Kammerjäger der Ödnis anmelden und sie beenden. Kümmere dich um sie, dann wirst du das Menü attraktiver und der Bizeps eines attraktiver als der Bizeps eines Rajax. Sorge für die Sicherheit, dann meine Leute losgehen und die Waren besorgen können. Lass mich nicht im Stich. Tu ich nicht. Töte 7 Gajaus? Ich hab keine Ahnung. Und Vespuin. Na, großartig. Ein Star-Wars-Acting. Ne, ich meine, mit seiner Stimme an sich kann man halt nicht viel anfangen. Und die Quest mache ich noch, dann muss ich noch los. Ja, ich weiß nicht, wie viele Leute sind denn da? Weil dann müssen wir mal schauen, wie genau wir das machen. Weil wir wechseln uns immer wieder ab. Ich bin so froh, dass ich in die neue Welt gekommen bin. Ich kann nicht glauben, dass wir einen Drachenältesten fangen wollen. Ich auch nicht. Welche Quest wäre besser als die große Schlucht mit all den steilen Klippen? Okay, neue Quest bekannt machen. Tobi Gadachi. Was haben wir denn hier jetzt? Ach, das sind die verschiedenen Stufen. Jetzt. Aber das sind jetzt auch neue Quests. Okay, ich dachte so, wir sind da bloß so wenig. Jetzt verstehe ich das. Okay. Kann ich die beiden jetzt auch zusammen machen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Also wie gesagt, kann ich jetzt gleichzeitig die Fische töten und dann die Vespoiden? Geht das oder geht das nicht? Nein? Aber ich dachte, das war das Besondere von Monster Hunter World. Dass man halt einfach Quest so... Ne, kannst eine machen, dann ist Lager und dann die nächste auswählen. Ja, okay. Aber wie gesagt, ich dachte, das wäre die Besonderheit von Monster Hunter World, dass man jetzt solche Quests halt zusammen machen kann. Ja, okay. Erledigen wir mal den Tobi Gadachi. So. Wir starten mal wieder im Standardlager. Ja. Und wie gesagt, ja, ihr müsst euch jetzt halt so ein bisschen abpassen. Ne, ist das eine Einzelquest? Okay, ist eine Einzelquest. Dann müsst ihr euch eh abpassen, wer denn jetzt reinkommt und wer nicht. Es bezieht sich auf die Ressourcenaufgaben. Ja, okay. Wäre ich trotzdem besser, wenn es so wäre. Ich meine, das sind ja meistens die besseren, nicht wahr? Fallen Akrobat, der bringt halt nichts. da bekommen wir zwar 25 Ausdauer dazu, aber ansonsten nichts. Fallen Walze, nee. Bekommen wir halt genau das gleiche. Na gut, nehmen wir das. Sind ja keine Nebenquests, sondern optionale. Ja, aber ich dachte, dass man die optionalen auch auch zusammen machen könnte. Wie gesagt, das war eigentlich das, worauf ich gehofft hatte. Halt. Erstmal ein paar Sachen wegpacken. Weil wir haben hier viel zu viel Mist dabei. Zumindest zum Beispiel viel zu viel Feuerkraut. Machtsam kann man mal mitnehmen. Die können wir dann vielleicht automatisch verbessern. Nee, ich will eigentlich die wegpacken. Ja, genau. Machtsam will ich behalten. Kann ich das irgendwie sortieren? Automatisch sortieren. Ah, sehr viel schöner. Blitzkapseln, Dunkkapseln. Dunkkapseln? Wow. Falls ich reinkomme, kann ich es fangen. Kein Problem. Tracken der Inventar mäßig. Das Problem ist halt, ich kann dieses Inventar noch nicht unbedingt einschätzen. Das ist halt meine Sache. Rohes Fleisch zum Beispiel. Wieso kann ich das dann nicht wegpacken? Ich muss es dann halt immer wieder so hinpacken. Oder kann ich das... Ich will es halt nicht tauschen. Ich will es ja eigentlich rüberschieben, bewegen. Ja, nein.
Ich will's doch eigentlich bloß rauspacken. Verstauen, R1. Okay. Nein, was? Nein, so rum. Jetzt. Na also, guck mal, ich hab's langsam raus. Oh, guck mal, viel einfacher. Kräuter, Gegengifte. Wobei, Gegengifte weiß ich halt nicht. Ah, wobei, wir haben 10 komplette Gegengifte. Wir behalten Ration? Okay. Steht noch bei... Ja, ja, klar. Ich muss zuerst mal die Cutscene sehen. Das ist so eine Sache. Bevor du beitreten kannst. Das heißt, erst ein bisschen in der Quest. Dann kannst du es aber machen. Also wie gesagt, ich muss erstmal die Quest am Anfang sehen und dann... Okay, dann starten wir doch mal die Quest. Fliegende Funken. Also, ach, das sind simple Rationen jetzt. Giftmesser. You'll need to equip it from the item bar. Ja, ja. They're used just like any regular item, but their effects only last for a limited amount of time. Ich weiß. If the tool you're using stops working, don't worry. It'll recharge after a while. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir hier irgendwelche Hinweise auf den Tobi Gadachi finden. Und während wir das tun, sammeln wir so ein paar Sachen ein. Die wir so auf dem Weg finden. Kräuter haben wir jetzt ja, glaube ich, auch als Sachen. Ja, genau. Ah. Ich hoffe zumindest, dass es von ihm ist. Ich hoffe nicht, dass wir da sind. Nochmal mehr. Perfekt. Mehr Kräuterchen. Da sind bloß Jaguars. Hi, Jaguars. Lass mich bitte in Ruhe. Ah, jetzt sind die Fliegen nicht mehr da, verdammt. Alte Fußspuren? Wo? Irgendwie, ich finde hier zwar alte Fußspuren, aber irgendwie nicht das, was ich wirklich brauche. Ah. Irgendwie sind wir zwei verschiedene Monstern. Aha. Folge der Spur. Also wir haben irgendwas. Ich hoffe bloß, es ist das richtige Monster. Wenn wir jetzt aber bloß einem Trost-Jaguars begegnen, dann haben wir ja ein kleines Problem. Ah, da waren noch mehr alte Fußspuren, nicht wahr? Ja, es wird mehr. Komm schon, Stufe 2. Na, also. Ich weiß zwar nicht genau, was Stufe 2 dann bringt. Das scheint zu funktionieren. Oh, das sind neue Fußspuren. Wir kommen der Sache näher. Was jage ich denn einen Tobi Kadachi? Hoffe ich zumindest, dass ich dem gerade im hinterher jage. Ja, wie gesagt, das sind jetzt auf jeden Fall schon neue Fußspuren. Nein, das Kraut wollte ich haben. Okay. Beutezug ist abgeschlossen. Das ist schon mal sehr schön. Meine Güte, wo ist das Ding denn? Das rennt hier schon ziemlich durch die Gegend, ne? Spuren. Achso, klar. Damit kann man Dings. Kann man das Monster so ein bisschen abhalten? So, wir haben jetzt die komplette Stufe. Also jetzt müssten wir es ja schon finden. Okay. Tobi Gadachi. Okay. Notrufleuchtfeuer. Ja, werde ich tun. Ah, ging schon. Ich weiß immer nie, aber ich glaube, wenn Dings... wenn ich das für 4 Leute eingestellt habe, dann... ist das fertig. Also dann brauche ich die gar nicht schicken. Oh Gott, der ist flink unterwegs. Wow. Voll durch den Windrake durch. Oh Gott, kannst du Blitz machen? Oder was ist das genau? Oh, das ist großer Schaden. Oh, das ist sehr großer Schaden. Na, hoffentlich wurde die Quest Mehrspieleroption angepasst. Ansonsten, der sieht aber sehr, sehr cool aus. Mit diesem Fell obendrauf auch noch. Schön. Oh.
Ja, ja, mit Donnerpest. Okay, ja stimmt. Das ist ja immer die Pest, die man dann hat. Okay, Donnermonster. Damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Na, nicht unbedingt. Oh, wow, der ist ziemlich flink unterwegs. Da, die erste Hilfe will ich mal ausrüsten. Kurz trinken. Ich muss rollen. Das ist so dämlich, dass man halt den Fortschritt verliert beim Rollen. Sehr schade. So, gleich mal Gift drauf. Oh Gott. Nein! Ich verschieß alle. Okay. Wie? Da bin ich nicht gehechtet. Was ist denn los? Oh Gott. Oh, ist das? Ach, er ist schon vergiftet. Von zwei Stück? Was ist ja krass. Ja, scheinbar, kannst du mal aufhören, die ganze Zeit so nach mir zu stechen? Das gibt's ja gar nicht. Oh, kein Dämonenmodus hier. Definitiv nicht. Wobei, er hat mich da gar nicht... Wow! Okay. Haben wir einen Backflip komplett erledigt. Das ist krass. Okay, ja gut, okay, jetzt habe ich das Kräftigen. Aber, ja, wie gesagt, das war halt ein Angriff und ich bin tot. Aber ich habe ja jetzt schon teilweise neue Rüstung. Was zur Hölle? Wir schaden die einfach. Es ist halt wieder so, die Monster halten nicht viel aus, aber sie machen einfach unendlich viel Schaden. Es ist wie immer so ein Monster Hunter. Ach Gott. Wie gesagt, das ist jetzt so wahr. Ich kann doch nicht essen, wenn ich... Das ist doch erst in 10 Minuten. Oder geht das auf der Dings? Geht das auf eine Quest dann nochmal? Ich dachte jetzt eigentlich, dass es dann erst in 10 Minuten geht. Wie gesagt, der Schaden war jetzt halt echt heftig. Käfer, da entlang. Ich meine, wenn ich mich mit dem Backflip nochmal erwischt, dann bin ich halt wieder tot. Das ist halt echt das Problem. Dass der so heftig draufhaut. Weil er hat halt... Der Schaden war normal von ihm. Bis halt dieser Backflip kommt. Das ist schon ein bisschen uncool. Ja, ne, das wollte ich nicht. So. Da jetzt rein. Da nochmal rüber. Habe ich meinen? Okay, ich habe meinen Erzdämon-Modus. Sehr schön. Okay, alles gut. Vielleicht doch nicht alles gut. Oh Gott. Au! Das war auch beinahe ein One-Hit. Ohne mein Dings, ohne meine Herausforderer wäre das ein One-Hit gewesen. Bin ich so schwach dran? Aber wie gesagt, was soll ich denn anderes machen? Also, das ist jetzt höchst merkwürdig, dass er mich eigentlich instant One-Hittet. Sollte vielleicht jetzt nicht unbedingt das Blumenbeet pflücken, aber egal. Leuchtblüte, okay. Also, das finde ich gerade eben schon sehr heftig. Wie gesagt, was habe ich denn auch so Auswahl? Ich meine, ja, Juratodus, aber der ist ja jetzt auch nicht so heftig. Der verdoppelt ja jetzt nicht meine Verteidigung, selbst wenn meine Verteidigung verdoppeln würde. Wäre das immer noch kräftiger Schaden. Obwohl, kann schon sein, dass er die... Also ich könnte schon viel mehr Verteidigung haben, aber ich denke nicht, dass es so viel ausmacht, oder? Ja, ich wurde One-Hit und dann gleich beinahe nochmal. Also hätte ich meinen Kräftiger nicht gehabt. Ja, aber mit dem Schweifhieb macht er kaum Schaden. Das ist der Backflip und der macht auch noch eine Dings. Auch noch eine Treffer-Aura. Was zur Hölle? Weil wie gesagt, deine Normalangriffe machen halt auch kaum Schaden. Okay. Ich meine, ja gut, jetzt habe ich halt 30% mehr Angriff oder so irgendwas. Okay. Also ja, gut, ich bin unterlevelt, aber ich wusste ja nicht, dass man von einem normalen Monster gleich zu einem One-Hit-Monster kommt. Das finde ich jetzt schon sehr, sehr heftig. Also wie gesagt, überrascht mich gerade eben, dass er mich echt einfach One-Hittet. Naja, hi Anjanav. Du kommst gerade im Ungelegen. Ja, du 25 mehr Death. Ich glaube, 30% mehr Angriff, oder? Nee, wieso 25%?
ist doch zweimal, ist noch nicht 12,5% Erhöhung. Also, ich bin mir gerade nicht sicher, weswegen das jetzt, wie gesagt, Backflip und ich bin tot. Und das jetzt selbst mit der Verteidigungserhöhung. Verstehe ich jetzt echt gerade nicht ganz. Also gut, dann muss ich bis zum nächsten Mal ganz, ganz dringend farmen, weil ich scheinbar echt... Also du hast scheinbar keine Chance, wenn du nicht die beste Rüstung hast. Na, schade. Weil auf dem One-Hit, auf dem Level sollte ja ein One-Hit-Monster noch nicht so, ja, so normal sein. Finde ich jetzt echt gerade ein bisschen komisch. Na toll, jetzt kann ich wieder essen. Ja, ich kann meine Rüstungsteile verbessern, aber es bringt halt auch nicht so viel. Ich finde es halt nur gerade im krass, dass er mich einfach so easy one-hitten kann. Aber halt bloß mit diesem einen speziellen Angriff. Weil wie gesagt, seine anderen Angriffe machen halt nicht so viel Schaden. Achso, du kriegst beim ersten Mal 10% mehr Death und beim zweiten Mal 15. Was macht denn das für einen Sinn? Ich bekomme doch jedes Mal das gleiche gestellt. Oh Gott. Muss es halt aber wieder, jedes Mal, wenn du den Backflip machst, muss ich aber sofort komplett weg. Ich bekomme jetzt halt auch nicht so viele Rüstungsteile, oder Rüstkugeln, dass ich ja alles komplett aufwerten kann. Explodiert einfach alles, okay. Wir machen nicht mal, wow, das ist ein Schaden. Was? Nein! Wo? Lass mich in Ruhe! Was zur Hölle war das denn? Ich wollte da nicht ran. Okay, und der humpelt. Also es ist wie immer, die Quest braucht nicht lange, aber er macht halt unendlich viel Schaden. Das ist halt die ganze Zeit irgendwie so. Er hat doch gehumpelt, oder? Ich dachte, wir wollten ihn fangen. Nicht fangen? Okay, dann nicht. Hier. Das macht kein... Das ist halt das. Es macht, wenn er ja mit jedem Angriff so viel Schaden machen würde, aber das macht er halt nicht. Was? Also hast du nur 15% mehr, weil die vorherige Verstärkung ja wieder genullt wurde. Wieso wurde die genullt? Nein, es ist kumulativ. Das stand ja sogar dran beim Skill. Wo ist es? Da, kräftigen. Kann ich das gerade eben anschauen? Nee. Achso, jetzt... Na, verdammt. Aber es gibt doch eigentlich immer dasselbe. Was, du sagst dann nicht und bei mir ist die Quest dann, was? Es hat kein Puke Puke oder Kulu. Ja, schon, aber wie gesagt, Jura Todes war jetzt auch nicht so übertrieben krass. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Naja. Okay, eine Membran. Mhm. Strombeutel. Bitterkäfer. Oh, alte Knochen. Alte Knochen sind auch nicht schlecht. Schuppe, Membran und ein Pelz. Na also, haben wir ihn auf jeden Fall erledigt. Schön. Eine Leuchtblüte. Lieferung abgeschlossen, okay. Explosion überall. Your Todes ist auch eins der schwächeren Monster. Ja, toll. Dann kommt schwach, 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 One-Hit. Wie soll ich mich darauf vorbereiten? Was ist halt das? Also, das fand ich jetzt gerade nicht so toll, dass ich, vor allem, wie gesagt, er hatte einen Angriff, der mich one-hittet. Der Delay von mir war, wo du sagst, ob wir ihn fangen wollen.
war die Quest bei mir vorbei. Ach so, ja nee, weil Xamorok am Anfang gesagt hat, ich fange ihn. Deswegen. Das ist ja die Sache. Nur, dann lag er da, niemand hat was getan und haben Leute draufgehauen. Das war halt das, deswegen. You're just the awesomest. Okay. Oh, werte Jägerin, ich könnte dich küssen. Dank dir werden alle Jäger in den Genuss kommen, unsere Spezialwerkzeuge nutzen zu können. Da fällt mir ein, ich habe den Samen eines uralten Baums gepflanzt. Mehr als Neugier. Aber dieses Mal ist der Samen aufgegangen. Sie sind etwas Besonderes, denn sie greifen auf das umliegende Leben zurück, um zu wachsen. Und vielleicht ein wenig dünner. Dünger. Ich erspare dir Details, worauf ich hinaus will. Gibt es Objekte, die du besonders oft benutzt? Vielleicht kann ich die Eigenschaften des Baums nutzen, um ein wenig Dünger und mehr von dem wachsen zu lassen, was du brauchst. Was? Hunters of the Fifth, come see me. Okay, er hat eine dringende Quest. Er will dich küssen, ja. Okay, er hat eine dringende Quest für uns. Oh Gott, da ist der Tobi. Ich wusste gar nicht, dass er tatsächlich da ist. Das ist ja irgendwie niedlich. Irgendwie auch fies, aber irgendwie auch niedlich. Da schläft er einfach. Anmeldebonus, wieso denn jetzt wieder? Okay, ich dachte, das wäre bloß einmal am Tag. Na gut. Für die zwei Runden, ich bin nochmal weg. Muss zum Geburtstag. Also bis zum nächsten Mal. Okay, dann danke für was, Lady, und wünsche noch einen schönen Abend. Na gut, und wir beenden für heute auch die Aufnahmerunde. Ja, das mit dem Dings, das mit dem Tobi Gadachi war jetzt halt irgendwie interessant. Weil er mich halt, wie gesagt, instant one-hitten konnte. Und ich habe ja meine Rüstung schon ein bisschen verbessert. Also scheinbar ist es echt so, dass, ja, da es halt so schnell geht, steigt die Schwierigkeit scheinbar auch exponentiell an. Es ist so, ein Monster macht dir gerade noch kein Schaden. Dann das nächste Monster one-hitte ich halt sofort. Aber ist die erste richtige Prüfung. Ja, aber es ist doch keine Prüfung, wenn er mich mit einem Schlag one-hittet, aber ansonsten... Die Sache ist halt... die Sache ist halt, dass ich von ihm sonst keinen Schaden bekommen habe. Er hat ja sonst normalen Schaden gemacht und dann zack, One-Hit. Das kann doch nicht sein, dass er mit einem Schlag so viel mehr macht. Das ist halt mein Problem mit ihm. Dass er, wie gesagt, einfach einen übertriebenen Angriff hat, den man auch nicht so leicht ausweichen kann. Weil mit dem Rest wäre ich komplett klargekommen. Lag ja nur daran. Und irgendwie sein Flugangriff oder so macht, glaube ich, auch unglaublich viel Schaden. Also ich glaube einfach, dass es so ein paar Angriffe von Monstern gibt, die einfach übertrieben viel Schaden machen im Vergleich zu anderen Angriffen. Und vor denen muss man sich dann halt hüten. Weil, wie gesagt, so ein Schweifhieb oder so ein bisschen durchrennen oder so irgendwas oder so schnappen, war nicht unbedingt viel. Hat er den starken Schweifhieb vom Nagakuga geerbt, naja, eher vom Links, vom Silberwind, der einen direkt one-hittet. Wie gesagt, das war echt ein bisschen viel. Das, naja. Also ich hoffe mal, dass es in Zukunft nicht so passiert. Wobei, wenn ich mir den Dings angucke, wenn ich mir den Nergigantin der Beta angucke, das war halt auch so. Er hebt seinen Schweif mit ein bisschen Geschwindigkeit nach unten, dreiviertel Leben weg. Das sind halt einfach solche Angriffe, mit denen kannst du nicht rechnen und die killen dich instant. Und das finde ich halt uncool. Ich meine, es ist okay, wenn ein Monster viel Schaden macht, durchgehend, und dich dann halt auch mal gut erwischt und deswegen erledigen kann. Aber wenn es einfach komplett random dann einfach mal einen One-Hit-Schlag rausholt, das finde ich uncool. Weil damit kannst du dann halt auch nicht rechnen. Und du kannst dich halt auch nicht darauf vorbereiten, weil bis du dich auf den Schaden vorbereitet hast, macht der Rest halt keinen Schaden mehr. Es muss nicht jeder fast gleich viel Schaden machen. Überleg doch mal, ist doch realistisch, wenn ein Treffer im Frühjahr auch weggeflogen ist. Ich sag ja nicht, dass es gleich viel Schaden machen muss, aber es gibt doch einen Unterschied zwischen einem Zehntel und 100%, oder? Ist doch ein kleiner Unterschied. Wenn er mir die Hälfte der Leben Schaden gemacht hätte, wäre das ja vollkommen in Ordnung gewesen. Ich find's bloß uncool, dass er mich gewone-hittet hat, aber mit sonst keinem Treffer Schaden gemacht hat. Das ist ja das. Ich weiß, dass es uncool wäre, wenn jeder Schaden oder wenn jeder Treffer gleich viel Schaden macht. Das ist ja aber auch gar nicht meine Aussage.
Das ist ja die Sache. Wie gesagt, das wäre natürlich total dämlich. Aber das will ich ja auch nicht. Ich will nur, dass sie vernünftigen Schaden machen. Dass man damit klarkommen kann. Weil ansonsten muss ich halt immer Panik haben, was ist, wenn er jetzt einen One-Hit-Treffer hat. Und das finde ich halt nicht schön. Und ja, vielleicht muss ich meine Rüstung verbessern, aber es ist halt, da musst du nach jeder Quest erstmal die Rüstung von dem neuen Monster machen. Das ist halt das. Das heißt, ich muss jetzt die Tobi-Rüstung machen für die nächste Rüstung. Das ist dann wahrscheinlich Anjanaf, dann die Anjanaf-Rüstung oder wie? Weil scheinbar geht's ja ansonsten nicht. Das kann man dann auch Elementschaden obendrauf. One-Hit war nachvollziehbar. Okay. Das heißt, es ist nachvollziehbar, dass ein... Ja, weißt, es ist halt... Für mich ist es nicht nachvollziehbar, dass ein Vieh mich one-hittet, während es ansonsten keinen Schaden macht. Klar, natürlich kam Elementschaden dazu, aber es ist trotzdem viel zu viel. Das ist ja das. Ich würde mich ja nicht darüber beschweren, wenn er mir viel Schaden gemacht hat. Aber ich hatte einen 15% Verteidigungsboost drauf und trotzdem war ich noch ein One-Hit. Das ist ja das. Also von dem her, ich muss halt definitiv die Rüstung immer und immer und immer wieder upgraden. Das heißt, ich muss fast nach jeder Quest eine Stunde farmen, wenn das jetzt so weitergeht. Weil wenn die Stärke dann noch weiter steigt, weil es ja so schnell geht, dann wie gesagt, ist das ja eigentlich unabdingbar, wenn ich jetzt gerade eben ein Instant One-Hit bin, selbst mit einem Verteidigungsboost. Dann bin ich ja viel, viel, viel zu schwach. Und nicht bloß ein bisschen, wie ich dachte. Ich weiß, dass ich nicht die beste Armor habe, klar. Aber bisher war es kein Problem. Das ist halt meine Sache. Der Schaden steigt nicht steigt nicht normal an. Das geht auch ab Jägerrang 4 nicht mehr so schnell. Ja, schon, aber bis dahin muss ich jetzt halt irgendwie überleben. Das ist halt das. Wie gesagt, die Sache ist nicht, wie es in Zukunft läuft, oder ich hoffe, dass es in Zukunft nicht so läuft, aber die Sache ist halt, dass ich es ein bisschen uncool finde, dass ich halt zack und tot war. Ich habe die coole Yaku-Rüstung, bin Jägerrang 6. Okay, ist die so viel stärker? Ja gut, Xamok, du hast aber auch Fernkampf gespielt, wahrscheinlich. Also ich finde es einfach bloß uncool, dass man halt von einem random Angriff gewone-hittet wird. Wie gesagt, wenn das Monster ansonsten keinen Schaden macht. Bis dahin, ich bin Jägerrang 4. Ich krieg's ja nicht mit, weißt du? Ich mache eine Quest, bin Jägerrang 2. Ich mache zwei Quests, bin Jägerrang 3. Das kenne ich halt nicht und ich weiß nicht. Bin ich Jägerrang 4? Ich habe keine Ahnung. Ja, tatsächlich, ich bin Jägerrang 4. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, welche Jägerrang ich bin, weil, wie gesagt, du machst eine Quest und steigst einen Jägerrang auf. Ich fühle mich gerade eben, als spielen wir auf dem Dings, als spielen wir auf dem Vorspulknopf. Das ist halt das Problem. Ich bin halt gewöhnt, dass du von Jägerrang einige Zeit brauchst. Der Jägerrang ist so ein bisschen ausgeglichen, aber es ist halt, wie gesagt, eine Quest pro Jägerrang. Wann sind wir aufgestiegen? Nach dem Jora-Todus? Wahrscheinlich schon. Das heißt, okay, ist es nachvollziehbar, dass er mehr Schaden macht, weil wir jetzt im Jägerrang 4 sind. Habe ich es mitbekommen? Nein. Weil einfach so viele Sachen so schnell gehen. Wie gesagt, wir haben ja noch nicht mal eine Seite voll und sind schon 4 Jägerränge aufgestiegen. Also von dem her, es ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Und du musst halt sehr viel mehr farmen, weil halt sehr viel mehr oder sehr viel weniger Kleinkram nebenbei kommt, bei dem du farmen kannst. Zum Beispiel auch Erze. Ich komme nie dazu, Erze zu farmen. Weil es halt nie irgendwie diese Quests dafür gibt. Weil es halt eben diese Quests nicht mehr gibt, weil du alles über Expeditionen machen musst. Wenn du aber vorankommen willst, oder hier einfach so eine Aufnahme hast, ist es halt schwierig, einfach zu sagen, okay, wir machen jetzt einfach mal eine halbe Stunde lang Expedition. Das ist das. Von dem her, ich weiß halt nicht, wie ich es in Zukunft machen soll. Wenn wir dann nämlich 2 Jägerränge pro Aufnahme aufsteigen und ich währenddessen eigentlich eine Rüstung farmen sollte, ist es schwierig. Ist halt alles anders. Ich lasse mich gern drauf ein, klar.
Ich lasse mich sehr gerne drauf ein. Ich lasse mich halt bloß ungern drauf ein, dass mich Monster einfach ab sofort jetzt one-hitten können. Und ich nicht weiß, was ich unbedingt dagegen tun soll. Wie gesagt, darauf lasse ich mich halt ungern ein. Das ist halt die Sache. Wie gesagt, da muss ich halt bis zum nächsten Mal farmen. Sehe ich keine andere Möglichkeit. Ist schwierig. Das ist halt das. Es ist jetzt irgendwie sehr, sehr schwierig, was ich jetzt tun soll. Meine Güte. Naja, gut. Wir beenden jetzt aber auf jeden Fall mal die Aufnahme. Ich wollte auch jetzt nicht so lange rumranten über die Sache. Ich wollte eigentlich bloß sagen, dass es... sagen, dass es jetzt halt... dass ich es nicht so schön fand, dass der Tobi Gadachi mich mit einem Angriff von ihm one-hitten konnte. Das war alles. Der Rest ist aus dem Chat entstanden. Deswegen tut mir leid. Aber jetzt beenden wir erstmal die Aufnahme. Wir sind gut vorangekommen. Das ist das. Scheinbar ein bisschen zu gut für meine Rüstung. Und das nächste Mal werden wir dann wahrscheinlich den Anjana verledigen. Und vielleicht dann auch schon den Zora Magdaros. Irgendwie, ja. Der kommt früh. Ich dachte, wie gesagt, das wär ein Endboss. Scheinbar ist es aber so eines der ersten Monster. Oder auch nicht. Wir werden sehen. Wie gesagt, ich komme gerade nicht wirklich damit klar, wie schnell und wo wir jetzt sind. Ich weiß auch nicht, ob dann gleich schon das Spiel vorbei ist oder ob das erst der Anfang ist. Wir werden sehen. Aber wie gesagt, das erst das nächste Mal, wenn es weitergeht mit Monster Hunter World. Also dann, ciao!